In diesem Tutorial werden wir uns das grafische Ableiten anschauen oder genauer gesagt, wie man die Schaubilder von Stamm- und Integralfunktionen zeichnen kann. Von vornherein einen kleinen Hinweis, wenn ihr nur wenig oder gar keinen Plan von diesem Thema habt, solltet ihr euch vielleicht zuerst das Tutorial für das grafische Ableiten anschauen. Ihr findet es in der gleichen Playlist, weil es hängt alles so ein bisschen zusammen. Zuerst ein paar wichtige Hinweise. Wenn ihr eine Stammfunktion zeichnen wollt, muss die zuerst in der Lage sein, ein paar wichtige Punkte des Schaubildes zu identifizieren. Wir nehmen als Beispiel diese Funktion f von x und wir wissen ja von früher, okay, ein Schaubild kann mehrere markante Punkte besitzen, zum Beispiel Nullstellen, Extrempunkte, Wendepunkte und so weiter. Allerdings brauchen wir für die Stammfunktion besonders nur die Nullstellen, also das wären die hier. Das sind die ersten Punkte, die eine Bedeutung haben. Und zusätzlich kann man noch die Extrempunkte ins Spiel nehmen. Also wir haben hier an dieser Stelle einen Tiefpunkt, hier ungefähr einen Hochpunkt. Und diese Nullstelle hier, diese doppelte Nullstelle, ist wiederum auch ein Extrempunkt, auch wieder ein Tiefpunkt. Das sind die Punkte, die ihr für die Stammfunktion braucht. Und jetzt können wir loslegen. Unser Ziel wird sein, für die unten abgebildete Funktion klein f von x im oberen Schaubild die Stammfunktion zu zeichnen. Und zwar, wir werden jetzt eine beliebige Stammfunktion zeichnen. Was ist damit gemeint? Vom Ableiten oder von Stammfunktionbildung könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass hinter jeder Stammfunktion eine Konstante entstehen kann. Wenn wir natürlich grafisch ableiten hier an dieser Stelle, können wir ja nicht wissen, welchen Wert diese Konstante hat. Und diese Konstante verschiebt die Stammfunktion auf der y-Achse nach oben und nach unten. Da wir sie nicht kennen, bedeutet das für uns, wir können die Stammfunktion irgendwo zeichnen. Also über der x-Achse, auf der x-Achse, unter der x-Achse, überall ist erlaubt. So, wie wir bereits besprochen haben, fangen wir mit den Nullstellen der Stammfunktion an. Also ich markiere die Nullstellen. Und an dieser Stelle sollen wir uns an die Bedeutung der Nullstellen erinnern. Und zwar die Nullstellen von klein f von x sind die Extrempunkte oder Sattelpunkte der Stammfunktion. Das Einzige, was man noch berücksichtigen muss, ist der sogenannte Vorzeichenwechsel. Also wenn eine Nullstelle ein Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus hat, dann wird es zu einem Hochpunkt in der Stammfunktion. Von Minus nach Plus haben wir einen Tiefpunkt. Und wenn gar kein Vorzeichenwechsel besitzt, dann wird es zu einem Sattelpunkt. Bezogen auf unser Schaubild, die erste Nullstelle hat natürlich gut erkennbar einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus. Das bedeutet, in unserer Stammfunktion werden wir einen Hochpunkt haben, den ich jetzt zufällig hier wähle. Also das wird unser Hochpunkt sein. Dann die nächste Nullstelle hat einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Das wird zu einem Tiefpunkt. Den wähle ich jetzt auch zufällig an dieser Stelle. Also das ist unser Tiefpunkt. Und die letzte Nullstelle hier, wie man gut erkennen kann, besitzt gar kein Vorzeichenwechsel. Also wir kommen vom positiven Bereich, berühren kurz die x-Achse und gehen wieder im positiven Bereich. Das ist natürlich dann ein Sattelpunkt in der Stammfunktion. Und der muss natürlich ein bisschen höher liegen als der Tiefpunkt. Ich werde ihn jetzt hier an dieser Stelle andeuten. Also das ist so eine flache Stelle. Und jetzt können wir das Ganze sinnvoll verbinden. Also weil wir hier einen Hochpunkt haben, müssen wir natürlich von unten kommen. Dann müssen wir wieder diesen Tiefpunkt hier erwischen, an dieser Stelle. Und dann geht es weiter zum Sattelpunkt und vom Sattelpunkt wieder nach oben. Also das ist ja natürlich nur eine grobe Skizze. Wir werden im nächsten Abschnitt sehen, wie man das ein bisschen genauer zeichnen kann. Wir geben uns erstmal damit zufrieden. Natürlich haben jetzt nicht alle Funktionen so viele Nullstellen mit oder ohne Vorzeichenwechsel, damit man die Stammfunktion so einfach zeichnen kann. Aus diesem Grund kann man zur Orientierung noch andere Punkte bei der kleinen f von x Funktion benutzen und in Betracht ziehen, und zwar die Extrempunkte oder die Extremstellen. Wie es rechts schon abgebildet steht, werden aus der Extremstellen die Wendestellen der Stammfunktion. Jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier unten bei unserer Funktion eine Extremstelle, einen Tiefpunkt. Wenn wir das Ganze nach oben verfolgen, okay, mein Schaubild ist oben ein bisschen krumm, aber ungefähr hier müsste eine Wendestelle existieren. Dann zum nächsten Extrempunkt. Wir haben hier einen Hochpunkt. Wenn wir den auch nach oben verfolgen, dann wäre hier auch eine Wendestelle. Das kann man ein bisschen besser erkennen. Wir gehen hier von einer Links- in eine Rechtskurve. Und natürlich ist dieser Tiefpunkt hier,
Diese Berührpunkt in die X-Achse, ein Sattelpunkt. Und ein Sattelpunkt ist selbstverständlich auch eine Wendestelle. Den würde ich jetzt mit S bezeichnen. Auch hier erkennen wir gut den Übergang von einer Rechts- in eine Linkskurve. Also, wenn man möchte, kann man auch diese Punkte zur Orientierung benutzen. Wir haben jetzt gesehen, wie man eine beliebige Stammfunktion zeichnen kann. Als nächstes schauen wir uns die Integralfunktion an. Zur Erinnerung, die Integralfunktion wird wie hier rechts dargestellt oder bezeichnet. Also die übliche Schreibweise ist J0 von x oder I0 von x im Archenbücher. Und das bedeutet übersetzt nichts anderes als Integral von 0 bis x von einer Funktion f von t dt. Damit ist natürlich die kleine Funktion gemeint. In erster Reihe sollen wir uns erinnern, welche Bedeutung dieser untere Grenze hier für das Schaubild hat. Und zwar, diese untere Grenze ist immer eine Nullstelle des Schaubildes, der Integralfunktion. Also das ist hier eine Nullstelle. So, das bedeutet, die Integralfunktion ist eigentlich eine Stammfunktion, deren Lage im Koordinatsystem ein bisschen genauer festgelegt ist als bei der allgemeinen Stammfunktion. Kurz gesagt, wenn wir bereits hier eine beliebige Stammfunktion gezeichnet haben, das ist unser Groß f von x. Wenn wir jetzt die Integralfunktion zur Basis 0 möchten, dann müssen wir einfach diese Stammfunktion so auf der y-Achse verschieben, dass sie eine Nullstelle bei 0 hat. Also, anhand unseres Koordinatsystems hier sind ein bisschen mehr als eine Einheit. Also, dieser Punkt würde hier wandern. Wir haben eine Nullstelle. Das bedeutet auch, den Hochpunkt müssen wir um ein bisschen mehr als ein Kästchen nach unten verschieben. Der wäre dann hier der Hochpunkt. Tiefpunkt, die gleiche Geschichte. Auch und knapp mehr als ein Kästchen nach unten und den Sattelpunkt natürlich auch. So, wenn wir das Ganze jetzt verbinden, dann haben wir natürlich das Schaubild der Integralfunktion zur Basis 0, nennt man das. Also das wäre dann in diesem Fall J0. So, wenn wir jetzt zum Beispiel Integralfunktion zur Basis 1 möchten, dann müssen wir einfach gucken, dass die Funktion hier bei 1 eine Nullstelle hat. Das bedeutet, wir würden die rote um ein Kästchen überall nach unten verschieben, sodass die Integralfunktion hier bei 1 eine Nullstelle besitzt, dass der Tiefpunkt hier auf der x-Achse liegt. Und so auf diese Weise kann man auch eine Integralfunktion zeichnen. Schlussfolgernd können wir ja sagen, die Integralfunktion ist eine Stammfunktion mit einer festgelegten Lage im Koordinatensystem. Also bei der Integralfunktion ist es nicht egal, wo wir sie zeichnen, sondern wir müssen uns immer anhand dieser unteren Grenze, also dieser Nullstelle, orientieren. Um sich die besprochenen Eigenschaften ein bisschen besser zu merken, versuchen wir das Ganze irgendwie zusammenzufassen, und zwar in die sogenannte New-Schema. Wir erinnern uns, das N steht für Nullstelle, E für Extremstelle und W für Wendestelle, daher dieses Wort New oder NEW. Das Ganze ist tabellarisch aufgebaut, wie folgt. Also, man kann ja an der Stelle hier oben mit der Stammfunktion anfangen. Also, hier ist Groß f von x. Genauso gut könnte ich auch die Integralfunktion schreiben. Dann ist hier natürlich Klein f von x, das ist die Ableitung von Groß f von x. Und vollständigkeitshalber schreibe ich hier noch f' von x. Und so weiter könnte man immer weiterführen, dieses Schema. Und wir haben ja gesehen, die wichtigsten oder die markanten Punkte eines Schaubildes sind die Nullstellen, Extremstellen und Wendestellen. Bei diesem Schema rücken diese Eigenschaften immer bei jeder Ableitung um ein Kästchen nach rechts. Entsprechend wird das Ganze so aussehen. Und hier können wir schon erkennen, dass die zum Beispiel die Extremstellen der Anfangsfunktion, die Wendestellen der Stammfunktion sind. Das haben wir auch vorher benutzt. Allerdings hatten wir auch noch eine wichtige Eigenschaft, und zwar die mit dem Vorzeichenwechsel. Hier bei den Nullstellen der Anfangsfunktion müssen wir aufpassen. Es gibt zwei Wege nach oben. Einmal zu den Extremstellen, das sind die Extremstellen, wenn ein Vorzeichenwechsel vorhanden ist. Und einmal zu dem Wendepunkt, beziehungsweise wenn ein Sattelpunkt entsteht, wenn kein Vorzeichenwechsel vorhanden ist. Also, nur an dieser Stelle muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die Nullstelle ein Vorzeichenwechsel besitzt, also so wie die hier rechts, dann wird es so ein Extrempunkt. Und wenn die Nullstelle kein Vorzeichenwechsel besitzt, also ich schreibe hier kein VZW, dann so wie dieser Nullstelle hier, dieser doppelte Nullstelle, dann haben wir
ein Wendepunkt bzw. ein Sattelpunkt in der Stammfunktion. Also, so könnte man sich das Ganze auch tabellarisch merken. Was man an dieser Vorgehensweise allerdings noch bemängeln könnte, ist die Tatsache, dass die Skizze der Stammfunktion nicht genau genug ist. Nicht oft, aber manchmal ist es notwendig, auch ein bisschen genauer zu zeichnen. Zum Beispiel, wo ich hier entschieden habe an dieser Stelle, dass der Hochpunkt hier anhand des Koordinatensystems bei 2,5 liegt und der Tiefpunkt bei 0,5, das war ja natürlich nur geschätzt. Also in Wirklichkeit könnte sein, dass hier der Abstand geringer oder größer ist auf der Y-Achse zwischen Hoch- und Tiefpunkt. Und deswegen, für die Übermotivierten unter euch, wir werden uns jetzt das Ganze genauer anschauen und sehen, wie wir ganz genau das Schaubild der Stammfunktion zeichnen können. Dafür habe ich jetzt für unsere Funktion klein f von x von vorher die ganz genaue Stammfunktion abgebildet. Wie bereits erwähnt, das ist irgendeine Stammfunktion, also damit meine ich die Lage auf der y-Achse, ob ich jetzt dieses Schaubild nach unten und nach oben verschiebe, spielt keine Rolle. Uns interessiert Folgendes, und zwar wir wollen nachvollziehen, wieso hier auf der y-Achse zwischen diesem Hoch, zum Beispiel diesem Tiefpunkt, ungefähr, wenn ich abzähle, 3,5 Einheiten sind, beziehungsweise zwischen diesem Tiefpunkt und Sattelpunkt, ebenfalls auf der y-Achse, so 0,3 Einheiten sind. Das können wir auch hier an dem Schaubild von klein f von x erkennen. Was wir bereits wissen, ist die Tatsache, dass diese Nullstelle zu dem Hochpunkt hier oben wird. Und die nächste Nullstelle hier wäre natürlich unser Tiefpunkt hier. Um den Abstand hier auf der y-Achse zwischen Hoch- und Tiefpunkt zu entscheiden, müssen wir einfach diesen Flächeninhalt hier, dass diese Funktion mit der x-Achse einschließt, ein bisschen abschätzen. Dafür schauen wir uns unser Koordinatensystem an. Wir erkennen, bei uns sind zwei Kästchen eine Einheit. Das bedeutet, vier Kästchen wären dann entsprechend eine Flächeneinheit. Wir müssen hier schätzen, wie viele Flächeneinheiten diese Fläche hier unten besitzt. Also, diese vier Kästchen sind eine Flächeneinheit, dann habe ich hier unten fast wieder vier Kästchen, also fast zwei Flächeneinheiten. Dann hier nochmal fast vier mit dieser Ecke zusammen, also circa drei Flächeneinheiten und diese kleine Ecke und das, was hier noch übrig ist, können wir bei 3,5 insgesamt schätzen. Also, wir haben festgestellt, hier haben wir 3,5 Flächeneinheiten und diese Fläche liegt unter der x-Achse. Das bedeutet, vom Hochpunkt gehen wir, das ist bei ungefähr 3,3 hier, gehen wir 3,5 Einheiten nach unten und dann sind wir bei ungefähr minus 0,2. Und wir gehen nach unten, weil die Fläche hier unter der x-Achse liegt. Somit kriegen wir die Lage vom Tiefpunkt raus. Genau mit der gleichen Taktik könnten wir auch hier diese kleine Fläche abschätzen. Also, was sind das? Das sind knapp über ein so ein kleines Kästchen, also ein Kästchen wäre ein Viertel von der Flächeneinheit oder 0,25, also knapp 0,3 Flächeneinheiten haben wir hier. Das bedeutet, auch hier auf der y-Achse vom Tiefpunkt gehen wir 0,3 Einheiten nach oben und wir gehen nach oben, weil die Fläche über der x-Achse hier liegt und damit haben wir die Lage vom Sattelpunkt. Und so könnte man praktisch die Lage von jedem einzelnen Punkt auf dieser Stammfunktion entscheiden. Das bedeutet, die Stammfunktion ein bisschen genauer zu zeichnen. Kurz vor dem Ende noch ein paar Hinweise. Nur wenn unbedingt notwendig ist, dann eine genaue Zeichnung anfertigen. In 90% der Fälle reicht eine grobe Skizze. Das New-Schema ist natürlich sehr hilfreich, vergiss aber nicht, das Vorzeichenwechsel zu beachten. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist es sehr empfehlenswert, sich auch noch das Tutorial über die grafische Ableitung anzuschauen. Und zum Schluss, egal wie leicht oder schwer euch dieser Thema fällt, vergiss nicht, schlimmer geht's immer. Es ist schließlich Mathe.